Hallo und herzlich willkommen im Keller. Jetzt muss ich mal ein Spezialvideo loswerden. Also es ist eigentlich ein Dankeschön-Video, es ist aber ein Dankeschön-Video mit Besonderheit. Und die Besonderheit besteht darin, dass ich das, worüber ich dankbar bin, überhaupt nicht zeigen werde und auch nicht sagen werde, worum es sich handelt. Trotzdem möchte ich der Person oder den Personen natürlich eher viel mehr, die mir was geschickt haben, was am 13. April bei mir angekommen ist. Und es gab nur die eine Sache, also fühlen sich jetzt hoffentlich die richtigen Leute angesprochen, möchte ich ganz, ganz, ganz herzlich Dankeschön für das, was Sie mir geschenkt haben, sagen. Freue ich mich sehr drüber, kann ich ganz hervorragend gebrauchen und es funktioniert auch wirklich ganz, 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 ganz toll. Bin begeistert. Leider kann ich das halt eben jetzt in einem Video nicht zeigen, weil dann wäre es Werbung. So. Und Werbung mache ich grundsätzlich nicht. Ist nicht böse gemeint und ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Erfolg mit diesem Gegenstand. Aber es ist einfach eine ethische Grundeinstellung von mir, eine rein moralische Frage, dass ich grundsätzlich keine Werbung mache. Nicht auf diesem Kanal und auch nicht sonst wo. Will ich einfach nicht. Jetzt könnte man das Video an dieser Stelle beenden, aber ich möchte das schon noch mal ein bisschen ausführlicher beleuchten und erklären. Wem das aber jetzt als Erklärung schon reicht, und der jetzt weiß, dass er hier nicht irgendein schönes Produkt zu sehen bekommt, der kann auch an dieser Stelle gerne schon ausschalten. Alles andere ist eher mehr so ethisch-moralisches Blabla von mir. Gut, dann lege ich damit mal los. Und zwar ist es ja so, dass man auf YouTube jede Menge Möglichkeiten hat, in irgendeiner Form mit Werbung Geld zu verdienen. Es ist ja grundsätzlich ohnehin Werbung wahrscheinlich das Ding, um im Internet irgendwie Geld zu verdienen. Jetzt ist es so, dass ich mit meinem Kanal bisher eigentlich kein Geld verdienen wollte. Das kann schon sein, dass sich das irgendwann mal ändert. Das will ich gar nicht ausschließen, kann ich auch nicht. Aber was sich auf keinen Fall ändern wird, ist, dass ich auf diesem Kanal nicht mit Werbung Geld verdienen möchte. Heißt, ich werde also nie irgendwelche Werbung unter meine Videos schalten oder vor meine Videos oder zwischen meine Videos oder sonst irgendwie. Der Kanal bleibt 100% werbefrei, weil ich mag Werbung nicht. Und das ist schon so eine Entscheidung, die mir nicht immer ganz leicht gefallen ist und über die ich zwischendrin mal nachdenken musste, weil es ist ja so, wenn man sich mit dem Thema Monetarisierung von YouTube-Videos mal ein bisschen intensiver auseinandersetzt, das habe ich schon getan, dann findet man immer mal wieder die Zahl von einem Euro a 1000 Klicks von Leuten, die halt dann eben auch keinen Adblocker installiert haben. Angeblich sollen diese Einnahmen mit normaler Werbung, also per kleine Werbeclips in den Videos oder vor den Videos, im Lauf der Jahre ein wenig zurückgegangen sein. Also mag das vielleicht unter Umständen nicht mehr ganz stimmen mit dem 1 Euro a 1000 Klicks. Aber zumindest ist es das, was man so mal grob überall hört. So. Jetzt hat mein Kanal über 1,5 Millionen Aufrufe. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt. Ich schaue das nicht so regelmäßig nach. Aber das wären ja dann theoretisch 1500 Euro gewesen, wenn man das dann mal entsprechend umrechnet. Und als ich das realisiert habe, also das habe ich schon vorher realisiert, dass ich mal bei irgendwann 700.000 Aufrufen gewesen bin oder was, dass das jetzt auch schon 700 Euro gewesen wären, theoretisch. War das der Punkt, wo ich dann auch mal darüber nachgedacht habe, ob es nicht eine gute Idee wäre, dann halt eben doch auch Werbung bei den Videos dazu zu schalten. Es gibt, glaube ich, nur ganz wenig Kanäle, die nennenswert über 1000 Abonnenten haben und keine Werbung machen. Fallen mir spontan jetzt relativ wenige nur ein. Ja, weil es ist halt eben ein zusätzliches kleines Taschengeld, was man sich da relativ locker mal mitnehmen kann. Und über den ganzen Kanal-Lebenszeitraum gesehen, kann das halt dann auch schon durchaus mal relativ viel Geld sein. Wie gesagt, in meinem Fall lass es 1500 Euro gewesen sein, die mir jetzt entgangen sind, weil ich beschlossen habe, eben keine Werbung zu machen. Tut mir nicht weh, stört mich nicht. Wie gesagt, ich habe das ja schon vor längerer Zeit gewusst, dass das teilweise dann durchaus irgendwann mal Summen sein werden, die mir da entgehen.
Aber ich möchte euch einfach nicht zumuten, dass ihr irgendwelche Werbung für irgendwelchen Scheiß euch angucken müsst vor meinen Videos und schon gar nicht während meiner Videos. Mich persönlich nervt es sehr, wenn Werbung zwischen Videos geschaltet ist. Das am Anfang, das gucke ich mir an. Damit unterstütze ich gerne denjenigen, der die Videos entsprechend macht. Ich selber will zwar keine Werbung machen, aber wer das tut, dem nehme ich das überhaupt nicht krumm und ich unterstütze das eben dann auch gerne, indem ich die Werbung auch gucke. Wenn es keine Zwischendurchwerbung gibt. Zwischendurchwerbung nehme ich demjenigen schon übel, weil das reißt einen gerade eben bei ruhigen Videos saumäßig aus dem Kontext, wenn dann da irgendwie zwischendrin dann noch irgendein Waschmittel durch die Gegend fliegt. Ich weiß, krieg's gar nicht. Oder irgendein Auto. Oder ja, wenn es Filmtrailer sind, das ist die eine Werbung, die ich ganz gerne gucke. Die schaue ich mir meistens auch durch, wenn die 5 Sekunden abgelaufen sind, wenn man die Werbung wegklicken kann, lasse ich die dann meistens auch noch laufen. Jeder kriegt ja andere Werbung. Es ist ja personalisiert, welche Werbung man auf YouTube zu sehen bekommt. Das hängt von der Person, die zuschaut, ab, nicht von der Person, die die Werbung einstellt. Man kann nur sagen, ich hätte hier gern Werbung. Welche Werbung da läuft, das entscheidet YouTube. Also der YouTube-Algorithmus, je nachdem, welche Videos die entsprechende Person guckt, kriegt sie eben Werbung zu den entsprechenden Dingen, die sie deswegen offensichtlich interessiert. Jetzt gucke ich mir gerne Filmbesprechungen, Filmreviews, Filmkritiken an, privat, und kriege deshalb auch ganz gerne dann mal Filmtrailer zu sehen. Das ist tatsächlich eine Werbung, die mich nicht so sehr nervt. Wenn bei mir wirklich das Waschmittel durchs Bild fliegen würde, ja, das wäre natürlich noch mal etwas nerviger. Aber ja, das nun mal so grob, so allgemein zu dem Werbung reinschalten und so weiter. Selbstverständlich kann man auch noch über höhere Renditen pro 1000 Aufrufe kommen, wenn man halt eben bei einem sehr langen Video, was bei mir eigentlich immer der Fall ist, noch zwei, drei Zwischenwerbungen reinhaut. Das darf man, glaube ich, bei Videos, die länger als 10 Minuten sind, beliebig oft machen. Theoretisch könntest du dann jede Minute eine Werbung reinhauen. Dann wird es irgendwann unschaubar, aber theoretisch darf man das wohl irgendwie. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe das ja nie ausprobiert. Es gab noch kein einziges Video mit Werbung auf meinem Kanal. So, das ist also die eine Sache, wie man mit Werbung auf YouTube hantieren kann. Und ja, wer davon leben kann, dem gönne ich's. Ich gönne es zum Beispiel dem Gronkh, das ist dieser sehr, 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 sehr große Let's Play-Mensch. Der hat auch sehr lange Videos, meistens eine halbe Stunde ungefähr. Und da gibt es eine Werbung am Anfang und fertig. Und dann hat man eine halbe Stunde Ruhe. Das finde ich ist echt ein faires Geschäftsmodell. Damit ist der wahrscheinlich steinreich geworden. Wahrscheinlich steinsteinreich, aber das sei ihm gegönnt. Das finde ich in Ordnung. Damit kann man leben. Aber wie gesagt, wenn dann ewig viel Werbung zwischendrin kommt in einem ansonsten sehr ruhigen Video, das nervt mich persönlich schon. Meistens gucke ich es dann trotzdem und deswegen gebe ich jetzt auch keinen Daumen runter oder schreibe jedes Mal einen Meckerkommentar. Aber ja, schön finde ich es deswegen nicht. Und das ist auch der Grund so hauptsächlich, weshalb ich euch das eben nicht zumuten möchte. Deshalb gibt es bei mir einfach überhaupt keine. So eine Anfangswerbung könnte man vielleicht machen, aber ich bin da gerne konsequent und mache gar keine Werbung. So. Theoretisch gibt es jetzt noch diese andere Form von Werbung auf YouTube, dass man eben Werbung im Video macht, nicht Werbung als kleiner Clip reingeschnitten, sondern tatsächlich als Inhalt des Videos. Da gibt es so ganz freche Fälle, wo zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel neulich gesehen, das war irgendwas Englischsprachiges. Da hat jemand erklärt, wie man eine kleine Solartaschenlampe in eine Tic-Tacs-Box einbaut, und dann da quasi so eine super Survival-Taschenlampe hat. Ich wollte schon das Video toll finden und dann kam, nachdem er das erklärt hatte, tatsächlich so völlig aus dem Zusammenhang gerissen plötzlich: Ja, und wenn du auch irgendwie gut schlafen möchtest, dann kauft ihr doch diese Matratze. Und dann hat er da allen Ernstes dann diese blöde Matratze in seine Bude reingeschleppt und erklärt, dass das total die bequeme Matratze ist. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Das war definitiv auch Werbung. Und dafür hat er auch garantiert irgendwie Geld bekommen und nicht nur diese olle Matratze. Und wenn jetzt gerade auch noch das umworbene Produkt völlig von dem eigentlichen Videoinhalt abweicht, dann finde ich das völlig abartig. Also das ist doch völliger Schwachsinn. Das kann ich da überhaupt nichts mit anfangen. Gut, wieder auch so eine ethisch-moralische Sache. Wenn der das dann so machen möchte, okay, aber dann muss er halt damit leben, dass ich seinen Krempel ab sofort nicht mehr angucke. Tue ich auch nicht. Ja, und dann wären da halt eben noch diese Sachen,
dieses beliebte, dieses ewige Streitthema, wenn man sich so auf generell viel damit beschäftigt, was auf YouTube so allgemein passiert und so weiter, was ich auch tue, weil man will ja schon wissen, auf welcher Plattform man sich eigentlich rumtreibt als Videoproduzent. Und da wird halt eben ganz viel diskutiert, Produktplatzierung oder in Englisch Product Placements. Und auch bei uns im Outdoor-Bereich gibt es das eben ziemlich viel. Das haben wir bei meines Wissens eigentlich jedem großen Outdoor-YouTuber, also die Leute von über 30.000 Abonnenten haben das, glaube ich, alle schon alles mal gemacht, meines Wissens. Ist ja in Ordnung, kann man machen, werde ich nie, will ich nicht. Und das schlägt jetzt auch den Bogen zu dem Geschenk, was ich da eben bekommen habe. Aber nochmal kurz zur Erklärung. Ein Product Placement ist dann ein Product Placement, wenn man das, was man vorstellt, entweder geschenkt bekommen hat, also kostenlos zur Verfügung gestellt, was genau dasselbe ist, oder wenn man eben Geld dafür bekommt. Meistens ist es dann aber beides, dass man das Ding kostenlos bekommt und zusätzlich noch Geld dafür kriegt. Letzteres kann ich mir nicht vorstellen, dass es das im Outdoor-Bereich großartig geben wird, dass da jemand auch noch extra was für zahlt, dass jemand in seinem Video mit dem XYZ, was auch immer, schieß mich tot, Bogen, Pfeile in irgendwelche armen Bäume schießt. Das Video gibt's, glaube ich, auch gar nicht. Aber hat noch nie jemanden gesehen, der Pfeile in armen Bäume schießt. Ja. Also das wäre die eine Möglichkeit, aber meines Wissens gibt es das nicht im Outdoor-Bereich. Was es aber halt eben wirklich zuhauf gibt, ist, das Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt und es ist dann halt irgendeine Zusammenarbeit mit der Firma, was auch immer, Begadi, Gamsbock, Bushcraft Essentials und was einem da noch so einfallen will, keine Ahnung. Interessanterweise habe ich sowas noch nicht von Fjällräven zum Beispiel gesehen. Vielleicht machen die das nur in Schweden, keine Ahnung. Das kann man machen. Das ist ja völlig in Ordnung. Wer das machen möchte, darf das tun. Ich gucke mir sowas auch an. Ich finde das auch interessant. Ja, den meisten Leuten glaube ich auch entsprechend, dass das Produkt trotzdem gut ist, was sie da vorstellen, auch wenn sie es geschenkt bekommen haben. Aber für mich schwingt immer ein geringfügiger Anteil an, das kann nicht 100%ig objektiv sein, weil du hast das Geschenk bekommen mit. Man ist immer irgendwie bedacht, dann da irgendwie ein bisschen mehr positiv zu agieren zu wollen, als man es eigentlich sonst vielleicht tun würde, weil man will ja auch gerne noch mehr Produkte geschenkt haben und man kommt da meiner Meinung nach, kann ich mir gut vorstellen, sehr schnell ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, dass man quasi sagen muss, man findet das gut, möglichst immer besser, damit man auch immer mehr schönes Zeug geschenkt bekommt und sich dann ja im Idealfall seine gesamte Ausrüstung quasi zusammen, das meine ich jetzt auch nicht böse, aber für mich ist es so, zusammenschnorren kann. Und ja, das finde ich, möchte ich nicht. Ich möchte meine Ausrüstung gerne entweder als privates Geschenk, weil jemand mir gerne was schenken möchte, was er gekauft hat, um es mir zu schenken, oder hergestellt oder im Wald aufgesammelt, um es mir zu schenken. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich gerne an Ausrüstung komme. Und die andere Möglichkeit, ich kaufe sie mir selber von meinem entsprechend selbstverdienten Geld. Dann weiß ich, dass da alles in Ordnung ist, ethisch, moralisch gesehen. Mal abgesehen davon, dass das besagte Produkt eventuell in sonst wo hergestellt ist, mit der fleißigen Arbeit von 10 Kinderhänden. Und das ist nochmal so ein anderes Thema. Da muss ich an meinen eigenen Moralvorstellungen vielleicht auch noch ein bisschen arbeiten. Ich versuche ja wirklich, bis auf ganz wenige Ausnahmen inzwischen von irgendwelchen Billigprodukten runterzukommen und mir nur noch entsprechendes Zeug zu kaufen, was vielleicht zumindest einigermaßen nicht allzu sehr in China hergestellt worden ist oder sonst wo. Aber das ist auch wirklich saumäßig schwierig, da immer so 100%ig den Überblick zu behalten. Gut. Das waren aber jetzt, wie gesagt, alles so allgemeine Dinge. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass derjenige oder diejenigen, die mir das Geschenk, was ich, wie gesagt, jetzt nicht näher zeigen möchte, geschenkt haben, irgendwie sowas im Hinterkopf gehabt haben. Ich möchte gerne glauben,
und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch so ist, dass es sich um ein reines Geschenk handelt, wie auch zum Beispiel diese Streichholzdose mit den schönen Überallzündern, mit denen man wahnsinnig viel Unsinn anstellen kann. Ja, das möchte ich gerne glauben. Es ist einfach ein reines, normales Geschenk. Jetzt ist es aber so, dass man da ein bisschen juristisch vorsichtig sein muss. Weil juristisch wird es möglicherweise dann gefährlich, wenn man das reine Geschenk aus reiner Freundlichkeit vom Hersteller bekommen hat. Und das ist hier der Fall. Und das bedeutet, dass man mir unterstellen kann, dass ich eine unmarkierte Werbung mache, eine sogenannte Schleichwerbung, sobald der besagte Gegenstand in irgendeinem meiner Videos mal kurz zu sehen ist, im Hintergrund rumsteht oder sonst irgendwas damit ist. Oder ich es gar benutze und dazu dann noch irgendwie sage, dass ich das Ding gut finde, während ich es benutze. Das ist tatsächlich Schleichwerbung, solange ich dann nicht eben darauf hinweise, sobald ich das tue, dass es sich eben bei dem Ding um ein Geschenk handelt. Mir das Produkt also kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, und da ich das nicht sagen möchte, weil ich dann Werbung mache, kann ich das Produkt überhaupt nicht zeigen. Im einen Fall mache ich mich strafbar wegen Schleichwerbung und im anderen Fall mache ich Werbung, was ich nicht möchte aus ethisch-moralischen Gründen. So, und damit haben wir es jetzt dann hoffentlich soweit durchgekaut, das Thema. Also in diesem speziellen Fall freue ich mich, wie gesagt, trotzdem sehr über das Geschenk. Gehe davon aus, dass es als privates Geschenk gedacht ist, kann aber juristisch nicht davon ausgehen, dass es schließlich als solches gedacht ist, zumal der Brief, der beiliegt, Informationen beinhaltet, wo man dieses Ding beziehen kann und kaufen kann und im Brief drin steht, dass man es halt eben kaufen kann und wenn ich es jemandem weiterempfehlen möchte, dann kann ich das da und da tun und dort ist es zu finden. Und weil das noch in dem Brief drin steht, darf ich rechtlich nicht davon ausgehen, dass es sich um ein reines Geschenk handelt, sondern muss davon ausgehen, dass es sich quasi um ein Werbegeschenk handelt. Das ist so. Das ist rechtlich einfach so. Und warum ich das jetzt in diesem Video alles so ausführlich erkläre, ist erstens, damit die schenkende Person mir nicht allzu böse ist, dass sie das jetzt nirgendwo zu sehen bekommt, dass ich da kein Video zu mache, weil ich mache A, wie gesagt, keine Werbung und B, Schleichwerbung, da kann ich mich strafbar machen, wenn ich das mache. Das will ich nicht, das ist hoffentlich nachvollziehbar. Ja, und der andere große Grund für dieses Video ist halt eben für die Zukunft. Wenn irgendwer ein Produkt hat und meint, er kann es mir einfach schicken und ich sage dann Danke und mache ein entsprechendes Video dazu, wo ich mich da sehr drüber freue, dann klappt das nur, wenn ich nicht erkennen kann oder nicht generell einfach nicht in der Lage bin, juristisch nicht nachprüfen kann, ob es sich bei diesem Produkt jetzt um eine Werbung handelt oder eben nicht. Also angenommen, mal ein Beispiel. Der Chef von mir aus Bushcraft Essentials beschließt mir, diese Mini-Mini-Mini-Bushbox zu schenken. Dieses ganz kleine Ding, wo quasi nur ein Teelicht reinpasst als Brenner. Und schickt mir das als Privatperson und schreibt da nicht drauf, dass er der Chef von Bushcraft Essentials ist und legt mir da keinen Brief bei, wo drin steht, dass man das auch bei Bushcraft Essentials kaufen kann und so weiter und so fort. Also das ist nicht passiert und das ist ein rein fiktives Beispiel und ich will so ein Ding auch gar nicht unbedingt haben. Also das braucht mir jetzt auch niemand anders schicken, bitte bloß nicht. Dann könnte ich nicht nachvollziehen, dass diese Person, diese Privatperson, zufällig auch der Chef der entsprechenden Firma ist und würde mich dann auch nicht strafbar machen, wenn ich davon ausgehe, dass es sich da jetzt um ein reines privates Geschenk handelt, quasi davon ausgehe, dass eine beliebige Privatperson sich diesen Hobo-Kocher da gekauft hat, diesen Miniatur-Hobo-Gedöns-Dingerrichter, um ihn mir zu schenken, um mir eine Freude zu machen. Das wäre das, wo ich dann guten Gewissens von ausgehen könnte und dann könnte ich das auch problemlos in jede Kamera halten und kein Richter dieser Welt würde mich da irgendwie verknacken für Schleichwerbung, wenn ich das dann tue.
Also das einfach mal so als anderes Beispiel. Aber wenn halt eben ganz klar ersichtlich ist, das Geschenk kommt vom Hersteller des Geschenks und es steht im Brief noch dabei, dass ich es weiterempfehlen kann, wenn ich möchte. Das ist ganz klar eine Aufforderung. Juristisch gesehen ist das ganz klar eine Aufforderung, dafür auch Werbung zu machen. Jo. Damit ist, glaube ich, dazu alles gesagt. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich gehe, wie gesagt, einfach davon aus, es ist gemeint gewesen als privates Geschenk. Und damit ich mich nicht unter Umständen strafbar mache, kann ich es halt eben einfach nicht zeigen. Aber werde trotzdem meinen Spaß damit haben. Und das war hoffentlich eben das, was ihr im Sinn hattet, mir das zu schenken. Und wünsche euch alles Gute und möget ihr da ganz, 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 ganz viel von diesem Zeug verkaufen. Aber da müsst ihr euch dann halt anderswo Hilfe suchen als bei mir, und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren, nach dem, was ich so aktuell auf YouTube so sehe, an anderen Videos zu diesem Gegenstand. Macht's gut. Also alle. Ciao.